Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. Ich bin's, der Black, und ich bin heute nicht allein. Der Dü ist auf dem Server und auch auf dem TS. Hallo. Willkommen. Ja, willkommen. Und ich habe festgestellt, der Dü hat zu viel gezaubert. Er hat zu viel Müll gezaubert scheinbar. Und jetzt gibt's hier ein magisches Gewitter. Dieses dumme magische Gewitter hat mir meine Kühe geschlachtet. Ich habe jetzt gerade mal noch eine. Hat das wirklich was zu tun, dass man Müll gezaubert hat? Oder war das jetzt nur so daher geredet? Wenn du zu viele, sag mal, zusätzliche Eigenschaften drin hast. Das heißt, wenn du hier zum Beispiel so eine Wand of Equal Trade machst, brauchst du ja hier diese Magie und das und das und das. Wenn du da aber zusätzlich noch zum Beispiel hier halt Cobblestone-Eigenschaften oder Erde mit drin hast und so weiter und so fort, das geht ja alles quasi an magische Energie in Anführungsstrichen in die Umwelt. Und das macht eben diese, erstens diese Wiss und zweitens diese magischen, Problemchen, die du hier gerade tapeziert hast. Ich hoffe mal, dass ja, das geht auch sein. Irgendwann wieder weg. sonst muss ich mal gucken, muss ich mal nachlesen. Oh, ich habe gar kein Feedback an. Das werde ich erstmal anlegen. Ich komme gerade mal rüber und schau mal, dass ich da irgendwie was bei dir hinbekomme. Gucken wir mal. Ja, aber also ich habe das Portal jetzt bei mir auf der Erde auf jeden Fall mal platziert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das. Wo platziere ich das jetzt am besten hin? Ja. Warte mal, ich mache mal ein Stück Erde hier weg, warte mal. So, und dann gucken wir mal, ob ich das Portal. So, jetzt hätte ich das Portal hier platziert. Jetzt weiß ich nicht. Also einmal ist das jetzt hier. Warte mal, ich guck mal. Ja, da muss nur halt nur noch Kuh durch. Warte, ich schub's mal einen rein. Hallo Kuh. Kuh, geh mal rein. Sag Bescheid, wenn was rauskommt. Fluppi, jetzt müsste einer rein können. Ja, das sind zwei. Ey, das sind zwei. Ja, dann schubst halt eine zurück, mir doch egal. Nee, ist egal, scheiß drauf. Ja, genau, du hast mir eh alle umgebracht. Ja, ja, richtig, er hat so, nämlich eingeloggt gerade auf dem Server und da war nämlich nur noch eine einzige Kuh nämlich vorhanden und ja, das war natürlich nicht ganz so toll für ihn. Ja, also da habe ich mich ein wenig geärgert. Du kannst das Portal übrigens wieder abbauen, beziehungsweise ich baue es selber ab hier, ich setze einen Block hin. Bob. Geht ja, nicht, weil das Portal erstmal da ist. So, zack, zack. So, erstmal Muku, komm mal mit. Hallo Muku, reagier nicht. So, ich mach erstmal das Portal hier. Ah, jetzt kommt er. Hey, das sind meine Kühe. Gut. Das sind keine doofen Kühe. Scheiße, jetzt ist eine Kuh hier bei mir drin, Alter. Scheiße, ey, weil das Portal noch aktiv war, ey. Oh, fuck, ey. Ja, dafür kann ich. Okay, naja, egal. Wait. Ne? Ja, jetzt müssen wir. Wie gesagt, da müssen wir dann scheinbar auch wirklich nochmal irgendwie, keine Ahnung, halt überdachen, dass da halt nichts passieren kann. Müssen wir uns dann. So, die Ahnung habe ich dann von dem Farmcraft dann auch nicht, warum das jetzt passiert. Weil du. So. Ja, natürlich, weil ich zu viel gezaubert habe, das ist mir klar, aber. Naja. Okay. Hallo, Kuh. Jetzt haut meine auch noch ab. Die reagieren. Die sind wahrscheinlich alle ein bisschen verstört durch dieses Gewitter. Das kann daran liegen. Oh, das ist doch. Halt, geh da rein. Ich werd wild. Ich hab doch. Jetzt reagiert er oder was? Ja, guck mal her. Jetzt habe ich Weizen in der Hand. Jetzt kommt er. Okay. Du auch? Komm, wenigstens zwei hier rein. Alles klar, mehr will ich nicht. Dann kann ich erstmal hier wieder zumachen. Hopp, ja, ich habe nämlich wirklich in der letzten Folge, muss ich sagen, bei mir ein bisschen was verzaubert, beziehungsweise was heißt verzaubert, also nicht so gezaubert, wie ich das eigentlich wollte. Das kann dahingehend schon auf jeden Fall daher rühren. Ja. Aha, na gut. Ja. Oh, hopp. Dass wir das also auf jeden Fall schon mal geklärt drüber. Haben. Okay. Also es wird wahrscheinlich daher rühren, weil es ist ungewöhnlich. Es kann ja natürlich sein, dass ich zufälligerweise das Ding so dahin gesetzt habe, wo ständig Blitze einschlagen. Das ist ja nicht der erste Blitz. Hier blitzt schon wieder. Bleib ja oben. Blöder Blitz. Ich habe noch kein Dach drüber. Ich warte, bis ich das Dach habe. Dann ist alles gut. Ja, meine Güte, hier halt bei muss man alles zubauen hier. So, gucken wir mal, nehmen wir uns das erstmal raus hier, den Schmutter. Keine Glas mehr, na gut, dann mache ich den Rest erstmal mit Erde. Sicher. So, okay. Dach scheint vollständig zu sein. Denkste. Ja. Oh, hier ist sogar einer mitten im Weg, der da nicht hingehört. Okay. Erstmal raus. Ja, jetzt kommt die Kuh, die abgehauen ist. Will die jetzt wieder rein, oder was? Komm hier, komm, hier bin ich. Gut. Na komm. Mach das hier halt erstmal, ich schau nochmal, ob ich bei Farmcraft auf jeden Fall hier, damit ich noch mehr Gewitter erzeugen kann, ne? Weißt du ja. Ja, eben, genau. So, geh da rein, Tür zu. Okay, jetzt habe ich meine mittlerweile drei Kühe. Juhu, ich freue mich so. Drei Kühe.
Mann! So, das, was ich eigentlich machen wollte heute, oder beziehungsweise jetzt erstmal, was ich auf jeden Fall noch in dieser Folge machen werde, ist erstmal ins Bett gehen, wenn das geht. Du? Ah ja, genau, richtig. Ah ne, ja, bei mir sind Monster, ne, Mist. Wo ist er denn jetzt hier? Hä? Wo ist er denn? Ah, der ist unten hier unten drin oder was? Oh. Und blitzt schon wieder. Ist das immer noch das magische Gewitter? Nö, ich nehme es mal an, weil es regnet ja nicht. Ja, muss man aufpassen. Okay, gut. Ah ja, genau, Bett. Genau, mein Monster ist weg. Dann kann ich mich auch mal ins Bett legen. Gut, ich lieg schon. Jawohl, okay. Lalalalalala. Durchs magische Blitze. Hm? Das erste Mal, als ich von einem Dings getroffen wurde, von dem Blitz da, oh, ich muss noch mal ein Schwert machen, sehe ich gerade, hatte ich mich ja noch gefreut, weil das erste Mal war, dass überhaupt irgendwas bei mir kaputt gegangen ist durch einen Blitz. Dass das natürlich dein Blitz war, der mich da immer getroffen hat, der hat mir ja schon mal ein paar Kühe weggehauen. Was, echt? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist noch nicht so lange her, oder, die Folge dann? Nö, ist ja auch noch nicht alles raus, weil haben wir ein bisschen vorproduziert, muss man ja sagen. Eben. So, die hier brauche ich. Ein bisschen. Ah, ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr! Viel mehr. Ich brauche Holz. Die Erde kann erstmal hier raus. Dann hole ich mir eben erstmal Holz. Oh, meine Güte, was mache ich denn hier? So. Das Schöne ist ja, bei meiner neuen Baumfarm durfte genug Holz und auch ein Haufen Rubberwood bzw. Sticky dabei gekommen sein hier. Ist natürlich so gewesen, dass der Dün nicht extra aufgenommen hat. Entsprechend ist es nicht ganz so viel gewesen, wie eventuell veranschlagt oder geplant. Aber ist trotzdem schon ordentlich was zusammengekommen. Das Sticky nehmen wir mit und hier unten durfte ein bisschen Holz drin sein. Ich glaube, die Baumfarm werde ich wahrscheinlich irgendwann mal 1:1 fast schon übernehmen, muss ich sagen. So. Okay, mal gucken, wie viel haben wir denn noch. Oh, Humus muss ich demnächst nachziehen. Brauche ein bisschen Humus. Muss ich dann gleich nochmal gucken, aber ich mache erstmal die Turtle. Erstmal das Wichtige. Und das mache ich jetzt gleich. Ganzen Plan durcheinander gebracht. Der Dü. Und meine armen schönen Kühe. Meine schönen Kühe. Voll Kuhmu. So, jetzt. Oh, hier muss ich erstmal zubauen. Hätte ich natürlich auch glatt den Dings mitnehmen können. Das bisschen Dreck, aber na gut, hier unten haben wir ja eh genug Material. Das ist nicht das Problem. Da finden wir ja den einen machen wir auch anderen Dreck. Noch hier auf Dingens. Da habe ich hier auch noch was vor damit. Hopp. Ja, wenn wir schon mal mit dabei sind hier. Wunderbar. Na komm. Zack. Der möchte nicht. Der möchte was nicht. Na hier, das Ding möchte gerade noch nicht so, wie ich das gerne möchte. Das ist mir egal, Hauptsache es möchte so, wie ich es möchte. So, ich möchte das Wasser wieder abfließen. So, jetzt muss ich mal schauen, wie das jetzt hier war damit. Warum möchte das Wasser nicht abfließen? Menü. Ach, das wird sich ja von quasi so echten Wasser gemacht haben. So, Manu. Muss ich nochmal schauen. Nervig so ein Wasserspot, wenn er nicht selber gesetzt ist. Ich wollte mal Erde nehmen, das geht leichter abzubauen. Ich muss da echt vorne nochmal zubauen, weil... Blöde Wasser, oh, ich hasse Wasser. So, hopp. Wo auch immer diese blöde Wasserspot, wie weit der sich auch gebildet hat hier. Ich muss erstmal alles weg. Kann doch nicht wahr sein, du blödes Wasserding hier. Was hast du hier gemacht? Junge! Also du nicht, ja? Ich nicht. Dafür kannst du nichts diesmal. Okay, diesmal kann ich nichts dafür, alles klar. Das ist quasi die Verbindung mit der Turtle mit dem blöden Wasser. Ich hab jetzt den Schnabel voll. Ich werde die Turtle jetzt eiskalt einfach das ganze Zeug nochmal abbuddeln lassen. So. Geh bis hier runter. Wo fängt das Wasser an? Ja, die Ebene. Warte, geh mal hier rein. Buddeln hier und hier und noch eine Ebene runter und vermutlich noch eine. Da eine können wir dann noch. Zack. Hopp. So, also ich bin da immer noch dabei, meine Form ein Stück weit zu automatisieren und muss da auf jeden Fall mal noch ein paar Änderungen vornehmen. Ja, mach das. Nicht so, wie ich das möchte.
Das finde ich aber ärgerlich. Für dich. Mir ist egal. Mir ist es egal, jawohl. Genau. So, ihr seht schon, man kann ja dieses Rubberwood auch wunderbar zu Tropenholzbrettern machen. Damit habt ihr mehr oder weniger normale Bretter. Das ganze Zeug kann erstmal weg. Deswegen kann ich hier erstmal einen Crafting-Table machen, aus dem ich dann natürlich wieder ein paar Truhen herstelle aus den Brettern. Weil ich brauche ja unten wieder mal Truhen. Wie immer. Und habe erstmal eine, na gut, immerhin. So, also... Ich habe voll zugemülltes Inventar. Ich hätte mal ein bisschen besser planen müssen, aber naja, gut, okay. Erstmal so, das raus, das raus. Das hier können wir erstmal stecken. Das hier auch. Öden Schleim auch erstmal raus. Die Fichtensetzlinge brauche ich eigentlich erstmal nicht. Lapis hauen wir erstmal hier rein. Mal schauen, okay, was er kann hier überhaupt. Weißt du, was er kann? Ich meine, du hast hier ja relativ viel von dem Let's Play Feed the Beast Light angeschaut, muss ich ja sagen. Ich was, wer kann was? Nicht, was ein Eisengolem kann, weißt du das? Das Eisengolem... Mit Golem hast du jetzt dich ja nicht wirklich viel beschäftigt, wirklich, muss ich genau, sagen. Genau, mit Golem beschäftigt. Aber der Eisengolem selber, das ist ach, ja eigentlich Mist. Der große Golem, den du quasi aus mehreren Blöcken zusammenbauen musst, der eigentlich auch im Normalen drin ist, dachte ich. Oder hast du deine anderen Eisengolems? Kann natürlich auch sein. Ich glaube nicht, dass wir gerade dasselbe meinen. Also ich produziere mir den gerade, muss ich mal sagen. Ja, und mal schauen, was das wird. Mal ganz normal eigentlich. Ach so, also in Farmcraft. In Farmcraft, klar. Ja gut, dann kenne ich den nicht. Aber ja, wie gesagt, möglicherweise ist es halt ein Golem, wie der normale Eisgolem eben, der halt mehr oder weniger als Türsteher sozusagen dienen kann. Also kleiner Verteidiger sozusagen. Genau, richtig, genau, das hatte ich eigentlich so gedacht. So. So sollte der eigentlich werden. Oh, jetzt habe ich hier. Oh, jetzt habe ich viel zu viele Golems schon. Fast alles voll mit irgendwelchen Golems. typisch du. Ja, so, ich mache mir mal schnell eine Steinspitzhacke, damit ich nicht extra wieder runterrennen muss. Und baue mal hier hinten noch ein bisschen raus, damit ich hinten wieder eine zweite Kiste hinbekomme, wie immer. Plop, plop. Zweite Kiste, hier die Kiste. Weiß gar nicht mehr, wo war Müll. Typisch wohin damit. Ne? So. Habe ich jetzt irgendwo Kohle rumliegen? Vermutlich nicht. Muss ich mal oben welche holen? Das ist Obsidian 41, 6 Obsidian. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, finde ich. Hat die Turtle schon fein gemacht, die Diamant-Turtle. Du hat ja schon drunter geschrieben, ja, natürlich kann man den Obsidian auch mit einer normalen Turtle, wie wir sie vorher hatten, abbauen. Aber man kriegt den halt nur zerstört. Wie mit einer normalen Spitzhacke. Du kriegst ihn nur zerstört, achso, das wusste ich nicht. Okay. Ja, und wie gesagt, wenn ich es dann wirklich abbauen willst, so wie ich es eben gemacht habe, brauchst du dann wirklich Diamanten für. Okay. Auch wieder was dazu gelernt. Jawohl. Frag mich nur, wenn du was nicht weißt. Joa, dafür bin ich ja da. Da gibt es bestimmt noch einiges. Lalalala. Ah, eine so. Spur fehlt noch. Jetzt habe ich, glaube ich, zu viele. Habe schon wieder, glaube ich, zu viele Eisen verballert. Glaube ich. Naja, egal. Kann man immer gebrauchen. So. Excavate. 32. Läuft jetzt viel umsonst, aber naja. Was soll's. Upp, los geht's. Mach mal los. Die Turtle, die macht jetzt übrigens das, was ich hier auch gemacht habe, die, wenn die hier durchfährt, fährt, baut die automatisch den Wasserspot ab. Das heißt, da, wo das Problem liegt mit dem Wasser, das ja, löst sich dank der Turtle dann gleich von selbst. Insofern ist das jetzt kein Problem mehr. Also brauche ich mich hier nicht mehr drum kümmern. Und wie gesagt, das Problem mit dem Wasserspot lag daran, dass halt mehrere angrenzende Wasserblöcke da unten rauskamen und dafür gesorgt haben, dass ich da halt, sagen wir mal, mehrere Blöcke oder mehrere Wasserspots wieder bilden konnten. Sollte natürlich nicht sein. Entsprechend muss ich sie halt erstmal quasi die alten Wasserblöcke oder die Blöcke, die sich gebildet haben, wieder abbauen lassen. Und naja, zählt ja nichts. Okay, erstmal rauf. Was ich jetzt vorhabe, ist natürlich, der Dü hat ja gesagt, er kann jetzt viel besser abbauen und so weiter und so fort. Das werde ich in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob der Dü auch beenden will, aber ja. Bei mir ist jetzt erstmal Feierabend. Das werde ich in der nächsten Folge angehen, dass ich da auch etwas schneller vorankomme. Da habe ich nämlich auch noch eine Idee. Dann, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Leute, bis denn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.